Und wie bereits angekündigt, erwarten wir die Pressekonferenz der US-Küstenwache und werden da auch gleich in Boston live hinschalten. Es geht natürlich um die Suche nach dem Mini-U-Boot Titan im Nordatlantik. Nach Informationen britischer Medien wurden ganz in der Nähe des Titanic-Wracks Trümmerteile gefunden. Alex, darunter auch schon Details. Ja, die Ladeklappe und Teile der tragenden Konstruktion. Am Mikrofon erwarten wir gleich, wie in den vergangenen Tagen, Kapitän Jamie Frederick und den Leiter der Suchaktion John Mauger. Und genau vor 5 Minuten kam die Nachricht, dass der Betreiber des U-Boots, die Firma Titan, also OceanGate steht ja dahinter, eine Mitteilung herausgegeben hat, noch vor der Pressekonferenz, die für gleich angesetzt ist. Ja, und da steht dann drin, wir glauben nun, dass unser CEO Stockton Rush, Shahzada Daywood und sein Sohn Suleiman Daywood, Hamish Harding und Paul-Henri Narjolet auf traurige Weise ums Leben gekommen sind. Damit also die offizielle Bestätigung von der Betreiberfirma. Und Sie sehen es jetzt hier, die Pressekonferenz geht los. Und wir hören da jetzt sofort rein, was die Suchmannschaften, die US-Küstenwache dazu zu sagen hat. Einen schönen guten Nachmittag an alle. Vielen Dank, dass Sie hier heute erschienen sind und uns hier auch viel Aufmerksamkeit geschenkt haben die letzten Tage. Sie bekommen heute eine Aktualisierung zum Thema Such- und Rettungsaktion des Tauchbootes. Es wird eine Stellungnahme geben von der Küstenwache und danach eine Möglichkeit, Fragen zu stellen. Zunächst einmal werden wir als nächstes dann auch zur Verfügung stehen, um hier die nächsten Fragen zu beantworten. Zunächst hören wir den Leiter der Suchaktion, John Mauger. Heute Morgen hat ein Tauchroboter von der Horizon Arctic aus ist zum einen losgeschickt worden und hat dann Trümmerteile ungefähr 600 Fuß entfernt vom Titanic-Wrack auf dem Meeresgrund gefunden. Im Folgenden haben wir weitere Trümmerteile aufgefunden. Nach der Konsultation mit Fachleuten unseres Suchteams sind diese Trümmerteile eben mit dem katastrophalen Verlust der Druckkammer verbunden. Daraufhin haben wir sofort die jeweiligen Familien, die Angehörigen informiert. Im Namen der US-Küstenwache und des gemeinsamen Teams möchte ich meine tiefste Anteilnahme an die Familien ausdrücken. Ich kann mir nur vorstellen, wie es für sie gewesen sein muss. Und ich hoffe, dass diese Entdeckung auch eine Art von Trost liefert in dieser schwierigen Zeit. Darüber hinaus waren wir in sehr engem Kontakt mit den britischen und französischen Generalkonsulaten, um sicherzustellen, dass sie jederzeit informiert sind und ihre Zweifel und Anfragen auch hier adressiert werden. Sie haben ihre starke Unterstützung in dieser hochkomplexen Suchaktion angeboten, geliefert, und wir sind Ihnen dafür äußerst dankbar, auch für die äußerst rasche Mobilisierung der Fachexperten und Rettungsteams und jeglichen Spezialpersonals für Ihre sehr schnelle Reaktionsfähigkeit. Wir sind unglaublich dankbar für die gesamte Bandbreite der internationalen Expertenhilfe, die uns hier zur Verfügung gestellt wurde. Wir werden weiterhin Informationen zum Fall sammeln. Noch einmal möchte ich betonen, unsere Anteilnahme geht raus an die Angehörigen der gesamten Crew. Nun bin ich für Ihre Fragen offen. Können Sie etwas zu der verspäteten
Notrufaussendung sagen. Also es war ein hochkomplexer Fall bis hier. Wir sind immer noch dabei, die Details bezüglich der Zeitlinie hier zu klären. Das heißt, um auch genau zu wissen, wie sich hier der Fall und auch dann unsere Antwort zugetragen hat. Dies ist eine sehr komplexe Operation, also auf dem Meeresboden über 2000 Meilen auf dem, unter der Meeresoberfläche. Dementsprechend sind unsere sehr ausgebildeten Experten hier im Einsatz. Wir waren in der Lage, einige Trümmerteile der Druckkammer hier zu identifizieren. Ich würde hier einen unserer Unterwasserexperten, Herrn Paul Hankin, nochmal darum bitten, einige Informationen zum Charakter dieser Trümmerteile zu benennen. Vielen Dank, Herr Admiral. Grundsätzlich haben wir 5 große Trümmerteile gefunden, die uns hier stark angezeigt haben, dass es sich hier um die Trümmerteile des U-Bootes handelte. Wir haben ein Trümmerfeld aufgefunden am Wrack der Titanic. Wir haben also auch Teile der Druckkammer, der Luftdruckkammer entdeckt. Das hat uns gezeigt, dass es zu einem katastrophalen Vorfall gekommen sein muss. Kurz danach fanden wir ein kleineres, weiteres Trümmerfeld. In diesem Trümmerfeld befanden sich unter anderem das zweite Ende dieser Luftdruckkammer, die eben dementsprechend also die Zerstörung dieses U-Bootes darlegen. Wir tun weiterhin unser Bestes, um weiterhin hier zu klären, was da unten noch zu finden ist. Nun, die Frage, die Sie hier fragen, also ich würde hier nochmal vom Standpunkt hier wiederholen, weil es so schwierig ist, sie zu hören. Also was ist hier die Chance, dass man die Leichen der Crewmitglieder bergen wird? Es ist schwierig. Es ist ein schwieriges Umfeld hier auf dem Meeresboden nach einer solchen katastrophalen Implosion des Tauchbootes. Werden wir es weiterhin versuchen, diesen Bereich abzusuchen am Meeresgrund, aber ich habe leider aktuell keine Antwort, was die Hoffnungen oder die Aussicht darauf angeht. Gibt es die Möglichkeit, dass das Tauchboot mit dem Wrack der Titanic kollidiert ist? Oder ob dieses Tauchboot tatsächlich implodiert ist und dann über diesem Wrack ein Trümmerfeld kreiert hat? Also der Ort dieses Tauchbootes Titan befindet sich ungefähr 600 Fuß entfernt vom Wrack der Titanic. Ich habe hier einen Experten vor Ort, der sich auskennt mit diesem Bereich, der noch einmal etwas zum Trümmerfeld sagen kann und auch was das Trümmerfeld aussagt über den Unfall, über den Moment, als dieser Unfall geschah. Vielen Dank, Herr Admiral. Ja, die Frage ist, wo befindet sich das Wrack oder unser Trümmerfeld in Bezug auf die Titanic? Es sind ungefähr 600 Fuß von der Titanic. Es ist ein Bereich, wo es keinerlei Trümmer der Titanic gibt. Es ist ein weicher, flacher Boden. Also da gibt es keine Wrackteile der Titanic selbst in diesem Bereich. Also 200 und etwas mehr Meter von dieser Titanic entfernt. Also das zeigt, dass tatsächlich hier zu einer Implosion der Wassersäule kam.
Die Frage ist also, was ist der Zeitpunkt gewesen dieser katastrophalen Explosion? Aktuell ist es noch zu früh, hier Aussagen zu treffen. Allerdings wissen wir, da wir das auch ermittelt haben innerhalb der Suchaktion in den letzten 72 Stunden und darüber hinaus, haben wir natürlich auch überprüft, wann es zu diesem Zeitpunkt kam. Wir haben aktuell noch keine Information zu dieser katastrophalen, zu diesem katastrophalen Implosionsmoment. Was geschieht weiter? Die Frage ist, was ab jetzt geschehen soll? Was ist die nächste Phase? Also aktuell, sage ich das nochmal, sind unsere Gedanken bei den Angehörigen, bei den Familien der Crew, und wir stellen sicher, dass wir ihnen erstmal ein besseres Verständnis so gut wie möglich übermitteln zu den Ereignissen, zu dem, was geschehen ist, und schauen, dass wir dann hier zu einem Abschluss kommen. Wenn es um den größeren Prozess geht, so möchten wir fortfahren mit unseren Ermittlungen an diesem Trümmerfeld. Und ich weiß, es gibt sehr viele Fragen auch zu wie, warum und wann all das geschehen sein soll. Das sind also Fragen, die wir versuchen, mit möglichst vielen gesammelten Informationen dann zu beantworten. Unsere Regierungen treffen sich aktuell und besprechen hier auch, was die Ermittlungen hervorbringen sollten und wie eine solche Ermittlungsaktion aussehen sollte. Also das sind Dinge, die tatsächlich, dieser Vorfall ist geschehen an einem sehr abgelegenen Ort im Meer. Das heißt also, Personen aus verschiedenen Ländern dieser Welt aktiv sind. Also es ist ein wirklich komplexer Fall, an dem wir hier arbeiten. Ich bin jedoch sehr zuversichtlich, dass diese Fragen nach und nach auch Antworten erhalten werden. Die Frage ist also, gibt es hier irgendeinen Anhaltspunkt, dass vielleicht zeitliche Faktoren eine Rolle hätten spielen können oder die wir hier irgendwie nochmal in Betracht ziehen? Also das Trümmerfeld weist hier also klare Anzeichen einer katastrophalen Implosion des Tauchbootes auf. Wir haben verschiedene Geräte im Wasser unterwegs gehabt und wir haben keinerlei Zeichen eines katastrophalen Unfalls identifizieren können. Wir werden also weiter ermitteln, die Informationen dann dokumentieren und werden dann versuchen zu verstehen, was hier wirklich auf dieser ganzen Zeitschiene geschehen ist. Die Frage ist, was sind die Ressourcen, die man jetzt benötigt für die Ermittlungsunternehmungen, die wir durchführen? Also es ist noch zu früh, dass ich Ihnen hier sagen kann, wie die Ermittlung abläuft. Das ist eine Entscheidung, die noch außerhalb extern zu dieser Suche getroffen werden soll. Das ist also auch außerhalb meines Einflussbereiches. Aktuell haben wir 9 verschiedene Schiffe auf See. Wir haben verschiedenes Personal, verschiedene Techniker auch auf See immer noch und versuchen hier zunächst einmal einiges an Personal zu demobilisieren, Schiffe auch zurückzuziehen im Laufe der nächsten 24 Stunden. Wir werden jedoch weiterhin fernere Aktivitäten auf dem Meeresgrund fortführen. Ich weiß noch nicht, ich kann Ihnen nicht genau sagen, wann wir diese Ermittlungsaktivitäten auf dem Meeresgrund stoppen werden. Yeah,
Ja, die Frage ist grundsätzlich, glauben Sie, dass es tatsächlich Veränderungen geben sollte in den Standards, in den Sicherheitsbestimmungen für derartige Boote? Es gibt viele Fragen, wie das geschehen ist, wann und wie. Also ich kann Ihnen sagen, dass unser einheitliches Team hier tatsächlich viele Fachexperten und Techniker hat, die an dieser Frage arbeiten. Es ist wirklich ein schwieriges Umfeld, ein gefährliches ebenso, in dem man hier arbeitet. Aber die Fragen zum Thema der Regulierungen, die hier tatsächlich aktuell verbindlich waren und die Standards, die hier verwendet wurden, sollten in Zukunft überarbeitet werden. Aktuell arbeiten wir jedoch eher an der Aufarbeitung und Dokumentation dieses Trümmerfelds und des Meeresbodens. Also während dieser Suchanstrengungen haben wir auf Informationen reagiert, die uns zur Verfügung standen, während wir dennoch weiterhin tiefere Analysen hier dann auch anstellen werden. Wie gesagt, es ist ein wirklich schwieriges Umfeld, in dem wir hier aktiv sind. Ich muss das mit den Experten noch einmal absprechen, aber es scheint keine Verbindung geben zwischen den Klopfgeräuschen, die gehört wurden, und dem Ort auf dem Meeresboden. Also ich sage das nochmal, das war eine katastrophale Implosion des Tauchbootes, die tatsächlich einen Breitband, einen sehr lauten Knall, ein sehr lautes Geräusch hatte hervorbringen müssen. Ich gebe gleich die Antwort. Also das war eine unglaublich komplexe Operation, die hier stattfand. Wir waren allerdings in der Lage, eine unglaubliche Menge an Ausrüstung hier zu mobilisieren und vor Ort zu bringen. Also in dieser sehr kurzen Zeit haben wir tatsächlich, wie Sie ja wissen, ohne jeglichen Plan der Schiffsanwendung oder jeglichen Plan für die Ressourcenverwendung hier begonnen. Also das Schiff bzw. der Tauchboot, das wir heute Morgen verwendet haben, ist ein Tauchroboter, der bis zu 6000 Meter unter Wasser suchen kann mit Kamera, mit Sonar und verschiedenen Sensoriken. Wir haben es hier mit einer C-17, mit zwei C-17-Flugzeugen haben wir sie hertransportiert, diese Einrichtung. Wir waren in der Lage, also diese Ausrüstung hier vor Ort dann einzusetzen und so rasch wie möglich hier zu arbeiten und also alle Fähigkeiten hier zusammenzubringen, um diese Such- und Rettungsanstrengungen zu intensivieren. Es gab auch große internationale Anstrengungen verschiedener Behörden, das hier wirklich zutage zu bringen. Ich bin sehr dankbar an alle, die uns hier zur Hilfe geeilt sind, die uns in dieser Suchaktion zum Tauchboot unterstützt haben. Es ist dennoch ein schwieriger Tag für uns alle. Dies ist ein besonders schwerer Tag für die Familien. Unsere Gedanken sind heute bei den Familien. Dennoch war dies eine immense Unterstützung, die wir hier von allen Seiten erhalten haben, um dieses Tauchboot zu finden. Danke. Vielen Dank an alle, dass Sie heute Nachmittag Zeit gefunden haben. Es wird keine weiteren Pressekonferenzen geben. Wir werden über die Twitter und anderen Webseiten weitere Informationen publizieren. Vielen Dank. Ich würde dann alle. Soweit also die Pressekonferenz der US-Küstenwache in Boston. Wir halten an dieser Stelle nochmal fest,
Die fünf Insassen der Titan sind tot. Es gab eine Implosion, offenbar schon kurz nachdem die Tauchkapsel zur Titanic abgetaucht ist. Das muss also schon am Sonntag gewesen sein. Es kann in jedem Fall ausgeschlossen werden, das hörte man jetzt eben auch aus dieser Pressekonferenz raus, dass es einen Unfall gegeben hat, dass die Tauchkapsel mit dem Wrack der Titanic möglicherweise zusammengestoßen ist. Denn die Trümmerteile des kleinen Mini-U-Bootes wurden etwa 600 Fuß, das sind roundabout 200 Meter, vom Wrack der Titanic entfernt gefunden, in einem Bereich, wo keine Trümmer der Titanic liegen. Deswegen kann ausgeschlossen werden, dass es eine Kollision gab. Die Gedanken aller sind nun erstmal natürlich bei den Angehörigen. Ob es in den kommenden Tagen noch weitergeht mit der Suchaktion, wollte man noch nicht ganz genau benennen, sagte aber, dass man natürlich die Operation derzeit noch weiter führe, auch im Hinblick, ob man eben mögliche Leichen finden könnte. Aber all das aktuell noch mit einem großen Fragezeichen versehen. Auf jeden Fall soweit erstmal der aktuelle Stand. Und unser gehen wir gleich weiter zu Michael Wöhlenweber, der in St. John's am Hafen ist, auf Neufundland, wo ja die Kapsel auch gestartet ist, wo die Rettungsteams auch aufgebrochen sind. Wie hat sich die Nachricht denn bei euch umgesprochen, herumgesprochen? Denn in St. John's kannte man ja den Kapitän und die anderen, die für diese Betreiberfirma gearbeitet haben. Also ich habe mit einem Mann gesprochen, der selbst auf der Titan war, selbst ja, mit der Titan abgetaucht ist zur Titanic, zusammen im Übrigen auch mit seinem Sohn. Und in dem Moment ploppte eigentlich dann die Nachricht auf meinem Telefon auf, dass Debris, also dass Trümmerteile gefunden worden sind, was ich dem dann natürlich auch direkt gesagt habe. Er wurde blass, er war geschockt, er hatte eine hohe Meinung über, im Übrigen auch von dem CEO des Betreiberunternehmens, also auch die Vorwürfe gegen ihn in puncto Sicherheit, die wollte er nicht so ganz nachvollziehen zumindest, sondern hatte eigentlich doch sehr viel Verständnis, ja fast schon ein bisschen Bewunderung dann dafür, für dessen Abenteuerlust und vielleicht dann auch für seine Risikobereitschaft. Also da konnte man schon Bestürzung sehen. Wir wollten ursprünglich ein Interview mit ihm machen, was er natürlich dann uns zuerst einmal abgesagt hat, um sich zu fassen. Verständlich. Michael, wir haben es gerade noch mal gehört, Alexander hat es auch gesagt, es gab eine Implosion und wir haben heute mehrfach über mögliche Materialermüdung oder Materialversagen gesprochen. Nun haben natürlich die Insassen vorab unterschrieben, dass sie diese Reise auf eigene Gefahr unternehmen werden. Aber bei so vielen Vorwürfen, die jetzt im Raum stehen, gehst du davon aus, dass es dann doch noch zu einem ja, juristischen Streit kommen wird, dass es Konsequenzen haben wird? Also ich gehe fest davon aus, dass diese Frage auch juristisch dann einen Niederschlag finden wird, wo oder wer das jetzt dann nun betreiben wird. Sicherlich von den Opferfamilien. Ich könnte mir das zumindest sehr gut vorstellen. Die Frage ist natürlich, was man an Beweisen heranschaffen kann. Das ist ja noch jetzt noch offen. Das hörte man ja auch in der Pressekonferenz, dass sich beraten wird, wie jetzt das Ganze weiter, also die Bergungsaktion weiter koordiniert wird. Man sei da auch mit anderen Staaten dann in Kontakt. Und man zieht ja jetzt auch schon offensichtlich, das wurde ja auch gesagt, Rettungskräfte ab, man demobilisiert. Allerdings, es wird auch weiter auf dem Meeresgrund geforscht, sprich die Tauchroboter werden wohl auf jeden Fall noch weitere Arbeiten unternehmen. Ob überhaupt versucht wird, dann Trümmerteile zu bergen, das ist ja auch noch nicht klar. Auch das muss dann erst noch einmal entschieden werden. Das ist ja im Übrigen auch eine Kostenfrage. Und dann stellt sich irgendwann halt die Frage, stehen Aufwand und Nutzen tatsächlich noch in einem Zusammenhang. Und es könnte natürlich durchaus sein, dass auch privat wird, versucht wird, dann zu heben. Ich könnte mir vorstellen, dass seitens der Rettungs- und Bergungskräfte, die jetzt vor Ort sind, dass das versucht wird, so weit wie möglich mit diesen Robotern aufzuklären und nicht unbedingt alles daran gesetzt wird, auch jetzt Trümmerteile noch zu bergen, was hochkompliziert wäre. Aber das wird man vielleicht dann in den nächsten Tagen sehen. Eine interessante Frage im Übrigen.
Übrigen ist ja auch noch die, wann diese Implosion stattgefunden hat. Diese Frage konnte nicht beantwortet werden. Auf jeden Fall hätte es einen sehr lauten Knall gegeben. Der wäre gehört worden von den Sonarbojen, die ja abgeworfen sind, wurden ja schon am Dienstag. Also mit anderen Worten, auf jeden Fall muss es vor Dienstag geschehen sein. Und richtig ist, ja, wir nehmen im Prinzip eher an, dass es beim Abtauchen dann tatsächlich sich zugetragen hat, dass es eine Art Materialermüdung gewesen ist oder auf jeden Fall ein technischer Fehler, der am Ende dann dazu führte. Michael Wöhlenweber, vielen Dank für diese Informationen vom Hafen von St. John's auf der Insel Neufundland vor der kanadischen Küste. Vielen Dank für diese Einordnung.